So, ich habe einen Tweet rausgehauen, aber ich dachte mir, wir nutzen die Gelegenheit und machen daraus eine Art Setup-Ding. Hier meldet sich einmal Maluna aus dem Schnitt. Zuerst gucken wir uns eure Setups an und danach gehen wir rein in meine kleine Room-slash-Setup-Tour. Viel Spaß! Okay, so stelle ich mir ein Hacker-PC vor. Ich weiß nicht, so ein Hacker-Setup. Weil das sind einfach 30.000 Monitore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean. Guck mal, auch alles mit seinem Logo. Das finde ich irgendwie ganz cool. Auch direkt ein zweiter Hack. Wallpaper Engine ist der Way to go für ein schönes Setup. So Wände hatte ich auch bei mir zu Hause immer. Shame, direkt deine Wandtapete. Kenne ich, fühle ich, hasse ich. Bei mir zumindest. Ich habe da immer Löcher reingekratzt in solchen Wandtapeten. Mhm, hier haben wir den wundervollen Tide. Tide? Was sind meine Augen sehend? Aber solche Mauspads, ne? Ich liebe solche Mauspads. Sowas hatte ich auch ganz lange. Gefällt mir, gefällt mir. Oh, oh, oh. Oh. Ich sehe. Ja. Smart. Aha, die Teelichter. Ist das irgendwie Absicht? Willst du mir was sagen mit den Teelichtern? Die Kerzen zum Selbstanzünden. POV von Maluna von vor 2 Jahren. Auch die wichtigsten Games auf jeden Fall auf dem PC drauf. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Stop the cap. Alter. Hey Junge, kann Motor, der kann Auto fahren hier. Jo, wie cool, Alter. Okay, aber auch interessant, was du alles auf dem Tisch hast, ne? Also das dämpft bestimmt auch sehr viel Sound, auf jeden Fall. Die Küchenrolle, oh. Ja, falls man was essen will am Tisch, ne? Und wenn die Hände fettig werden. Ich kenn das. Oh, Pewee Setup ist ja mal so schön. Die Lego-Kunstwerke da. Es ist so eine kreative, ne? Einfach am Flexen hier. Oh, ah, mhm. Die Situation hier. Ja, man muss in Not macht erfinderisch, ja? Einfach mal die Webcam an die Wand kleben. I love it. Oh, sie flext uns mit ihrem ganzen Zimmer weg. Es ist so schön. Oh, mit den Pflanzen auch. Und mit den ganzen Customized Controller da. Hier wird auch mit Hue nicht gespart. I love it. I love it. Ja, es ist wichtig, dass man auch bei so vielen Karten, bei so vielen Magic-Karten, die Hände pflegt. Bruder, räum doch auf. Weißt du was? Ich shame das nicht. Bei mir sieht es teilweise genauso aus. Die Handseife? Ketchup? Was machst du? Boah. Der Kontrast? Nein, wir vergleichen das nicht. Hier ist jedes Setup willkommen, ja? Und das ist auch nicht gerade günstig. Wobei ich glaube, dass diese kleinen Plättchen hier, das sind ja keine... Ich frage mich, woher du die hast. Die sind sehr schön. Dieser PC sieht auch krass aus. Das ist eine Customized Wasserkühlung hier eingebaut, ne? So schön. Ein Mango-Enjoyer. Verstehe ich. Same. Same. Bei mir sieht es genauso aus. Oh mein Gott. Der Musikhimmel. What the fuck, wie cool. Und dieses Setup, da habe ich schon auf Twitter reagiert. Holy Leute, ist das schön. Guckt euch die Pokémon-Bilder auch hier. Es ist also auch mit dieser Wolkenwand. Das hatte ich schon mal auf TikTok gesehen, dass manche das an ihrer Decke machen. Aber das sieht ja auch so schön aus hier. Mit der Watte und dem LED drunter. Und das ist das Bild, was ich euch zeigen wollte. Er hat seinen PC auf jeden Fall an der Decke angeschraubt. Und hat, glaube ich, das Gehäuse offen? Sieht so aus, als wäre da kein Deckel dran. Ja, ist offen, sonst brennt der PC. Na gut. Für den perfekten maximalen Airflow. Hast du mitgedacht? Was ist denn hier los? Working on it, I swear. Perfekt, Selina. Gutes Setup. Würde mich über einen Gruß freuen. Liebe Grüße an Achu. Smart, smart. Oh, das wollte ich euch noch zeigen. Der PC selber, Junge. Also alles. Alles. Auch wie das hier alles angeordnet ist. Mein Setup würde ich eher als Trauerspiel bezeichnen. Ach, hör auf. So ein Setup haben wir alle mal gehabt oder haben es noch. Und das ist ganz normal und okay. Jeder setzt seine Prioritäten woanders. So. Das Minecraft-Setup darf natürlich nicht fehlen. Oh mein Gott. Holy shit. Ich bin so neidisch gerade. Das ist ja so hübsch. Guck mal, das sind die Velo-Charaktere in cozy Klamotten. Der Wodka unterm Tisch. Oh, harte Zeiten. Hallo. Ich lebe sehr extravagant als Streamer. Ja, wollte euch da einfach teilhaben lassen. Davor haben wir uns im Stream eure Setups angeguckt. Und jetzt gucken wir uns mein Setup an, mit dem ich seit jetzt mittlerweile 3 Jahren streame. Es hat sich sehr viel verändert. Unser Kameramann, behaart mit Bart, wird uns führen. Ja, dann kommen Sie doch mal rein. Komm, komm.
So. Das ist mein bescheidenes... wie viel Quadratmeter hatte das Zimmer? Ich glaube 12 oder so. Ja, das sind meine bescheidenen 12 Quadratmeter. Mich hat einmal im Stream jemand gefragt, warum ich denn aus dem Kinderzimmer streame. Also, tatsächlich ist es mein Stream und Schlafzimmer, alles vereint in einem. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl damit, alles in einem zu haben. Und wir haben hier mein stolzestes Hab und Gut, mein Fernseher. Diesen Fernseher an die Wand zu machen, hat überhaupt nicht lange gedauert. Du willst uns ein bisschen davon erzählen. Es war terrible. Ja, du kannst ihn drehen und ankippen und... Ja, dann führe ich euch mal in diesem großen Zimmer rum. Also, es fängt an mit meinem Setup. Was soll ich sagen? Es ist relativ schlicht. Wir haben hier mein Shure-Mikrofon, mein Elgato-Zeug, meine Elgato-Keylights, die nicht in mein Gesicht scheinen. Denn, Top-Tipp, wenn die Wand anstrahlen und das reflektierte Licht auf euch zurückfällt, sieht das sehr viel schöner aus in der Kamera. Ist natürlich Geschmackssache. Dann haben wir hier mein Gerät hier. Dieses Objektiv kostet mehr als die Kamera selbst, ja? Also wenn dieses Teil kaputt geht, bin ich traurig, sehr, sehr traurig. Ist auch nicht runtergefallen bisher oder so, also das stand fest, so wie es ist. So that was a fucking lie. Das ist mein Baby. Das begleitet mich seit 1,5 Jahren jetzt mittlerweile, oder seit einem Jahr. Ihr habt auch im Stream gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Sie heißt Amanda. Pass auf! Das Ding mit Kabelmanagement, wenn wir mal hier gucken. Ich habe mir tatsächlich solche Boxen geholt, die man unter den Tisch schrauben kann, damit man alles einfach nach oben tun kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn wir diese zwei Kabel einfach ignorieren würden. Und da hinten den Unfall. Das hat mir Riot Games geschenkt. Generell habe ich sehr viel von Riot geschenkt bekommen. Ich danke euch, dass ihr mich mit eurem Merch versorgt. Gelack, Herr Fun, dankeschön. Gelack brauche ich. Dann habe ich hier ganz subtil euer Geschenk. Ja, das habe ich euch zu verdanken. Dann haben wir hier oben die Kasse von AOT. Habe ich auch an. Dann haben wir hier Megumi aus Jujutsu Kaisen. Dann haben wir hier Jinx aus Arcane. Nicht aus League of Legends, aus Arcane. League of Legends Jinx kennen wir nicht. Dann haben wir hier Jinx aus League of Legends tatsächlich. Also. Stehen Sie wieder auf. Das war die Ecke. Dann haben wir hier meinen Schrank. Der reicht absolut nicht. Aber er reicht auch. Das ist fein. Das ist fein. Den habe ich auch nur seit ich 15 bin. Also, ja, ich bin 23 mittlerweile fast. Hier oben eine dekorative Ecke mit ganz vielen Kissen. Weil, wie wir alle wissen, muss man die Kissen behalten und damit flexen und sie zeigen. Der ist aus Far Cry. Oh mein Gott, fällt auseinander. Habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist aber nicht Guapo. Guapo ist mein Lieblingsdino gewesen. Das war kein Dino, das war ein Krokodil. Wir sind fast fertig. Mhm. Ich habe die damals immer in der Schulzeit, nach der Pause, wenn ich ein bisschen Geld über hatte, bin ich die mir kaufen gegangen. Ich hatte nie Geld über, deswegen habe ich nur 5 Bänder davon. 5 Euro hat immer ein Stück gekostet, glaube ich. 6? Nee, 6 Euro. Midsummer, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Und hier habe ich noch meine Kinderecke. Das ist wirklich, das ist die Ecke, die man auch im Stream teilweise sieht. Und mir Leute sagen, ob ich irgendwie noch 10 bin, aber ich sammle gerne noch meine Plüschis, ja? Das ist ein White Cat Merch Plüschi, ja? Aus meiner Osu-Zeit. Merch, den ich von Nintendo bekommen hatte, den hatte ich gekauft. Das Kissen hatte ich geschenkt bekommen, sehr, sehr cool. Haben wir hier noch Itadori aus Jujutsu Kaisen. Hier haben wir Jungle's Cock, so heißt er tatsächlich. Koro-Sensei. Ja. Koro-Sensei. Ja, und dann haben wir so ein Teil, was irgendwie jeder hat, was sauer ist und dann wieder nicht mehr sauer ist und... Super. Ja, ich glaube, ich habe euch gesagt, dieses Video wird kurz, weil ich hab nicht so viel, ne? Aber ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann habe ich eure Zeit erfolgreich verschwendet. Das freut mich auch. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich wieder Valorant spiele und verzweifle.